Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Soul Silver. Im letzten Part waren wir am See des Zorns und haben dort ein Shiny Gyarados gefangen. Und danach hat uns Siegfried angesprochen, der mit uns hier in diesen seltsamen, zwielichtigen Laden gegangen ist. Und anscheinend ist dort drunter die Basis von Team Rocket versteckt. Das ist doch durchaus sonderbar. Mal schauen, was wir hier so... Was ist das? Ein Alarm. Hey da, ein Eindringling, Alarm! Okay, die haben ja anscheinend jede Menge Alarmanlagen aufgestellt, damit hier auch bloß niemand reinkommt. Rocket Rüpel mit einem Traumato auf Level 17? Ernsthaft? Ich hatte mir da doch schon so ein bisschen mehr von erhofft, von Team Rocket, so langsam mal. Aber naja, ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, um Nadi ein bisschen zu leveln. Ein Zubat, okay. Auch das dürfte nicht allzu große Schwierigkeiten bereiten. Und ich denke mal, wir werden heute den ganzen Part hier im Team Rocket Geheimversteck verbringen. Sicher bin ich aber noch nicht so ganz, denn... Es ist schon eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal hier war, deswegen keine Ahnung, wie groß dieses Lager hier wirklich ist und gegen wen wir alles so kämpfen werden. Okay, der ist schon mal weg. Ah, da kommt noch einer. Als nächster bin ich dran. Es gibt keinen Entkommen. Ich dachte, es wäre immer nur einer, aber anscheinend nicht. Oh Gott. Also wie gesagt, die nachfolgenden Parts könnten sich um ein paar Stunden verschieben. Okay, nein, ich wollte das nicht machen. Ich wollte hier hin und dann... Flammenwurf. Was mir auch aufgefallen ist... Der In-Game-Sprite, also dieser Icon-Sprite von Vulpix, da sind die Farben so ein kleines bisschen anders als beim normalen Sprite, den wir jetzt hier vor uns haben. Also wenn ihr jetzt mal gleich nach unten schaut. So, Moment, jetzt hier. Bei diesem Vulpix unten, neben Kampf, ne? Da sind doch die Farben deutlich dunkler als bei dem normalen Vulpix, oder? Kommt mir das nur so vor? Bei dem unten war es deutlich bräunlicher gehalten. Hier ist es eher so rotbraun, kann man das vielleicht sagen? Ich weiß nicht. Naja. So, Slimer ist verbrannt. Aber er geht eh nur auf Härtner, deswegen ist es nicht allzu schlimm. Gut, hier, komm, gehen wir auf Begrenzer. Weil er ja eh durch die Verbrennung stirbt, können wir ein bisschen AP sparen. Und wir kriegen ein Level Up. Vielleicht kriegen wir auch eine neue Attacke oder so. Das wäre vielleicht ganz gut. Oder auch nicht, okay. Ein Radfratz, okay. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass die Team Rocket Rüpel immer dieselben Pokémon bei sich haben. Immer irgendwie Zubat. Das war jetzt so nicht geplant. Immer Zubat, Radfratz. Dann vielleicht mal Mauzi, Snobillycat. Heißt das eigentlich Snobillycat oder Snobillycat? Cat, Cut? Ich habe halt immer gesagt Snobillycat. Aber das wäre schon eine eher... englische Aussprache, ne? Naja. Solange du nicht den geheimen Schalter betätigst, wirst du uns nicht los. Geheimer Schalter? Okay, die Augen leuchten nicht mehr. Okay. Geheimer Schalter. Wo könnten wir hier einen Schalter haben? Okay. Hier ist eine weitere Statue. Und hier wäre ein Forscher. Vielleicht sollten wir mal mit dem reden. Arbeitest du für die? Sag mal. Oh, ein geheimer Schalter. Das rote Lämpchen darauf blinkt verdächtig. Schalter betätigen? Ja? Die Überwachungsanlage ist nun inaktiv. Okay, ja gut. Dies war einmal ein Ninja-Versteck. Es gibt hier viele Fallen, um Eindringlinge wie dich zu verwirren. Naja, ich meine, wenn man... Eure Anlage hier so leicht abschalten kann, dann weiß ich nicht, ob das wirklich viel Sinn hat. Ich meine, ich musste nur diesen verdammten Knopf drücken und schon habe ich hier alles lahmgelegt. Deswegen, ja. Der Sinn dahinter erschließt sich mir nicht so ganz, um ganz ehrlich zu sein. Aber okay, okay. Ich will mal nicht urteilen. Wir alle wissen ja, dass Team Rocket jetzt nicht unbedingt die allerhellsten sind. Das haben wir, glaube ich, alle gelernt, wenn wir uns die ein oder andere Episode des Pokémon-Anime angeschaut haben.
Ist es eigentlich immer noch so, dass Team Rocket quasi die Antagonisten sind und in jeder Folge vorkommen? Ist das immer noch so? Das letzte Mal, dass ich geschaut habe, war, glaube ich, am Anfang von X und Y. Da habe ich noch irgendwie vorgehabt, mir den ganzen Anime anzuschauen, aber habe ich schon wieder nach den ersten drei Folgen gemerkt, nee, das ist nicht für mich, deswegen schaue ich lieber besseres Zeug und lass die Leute, die sowas mögen, sich das gerne anschauen, aber für mich ist es auf jeden Fall nichts. Aber interessieren würde es mich doch durchaus schon. Wieso überrascht mich das jetzt nicht? Wenn du schon mit so einer Einstellung reingehst, dann weiß ich nicht, ob du hier wirklich richtig bist, aber naja. Ein Megablock, geeignet für einen dummen Kommentar auf YouTube, okay. Und, was haben wir noch? Also das da unten sieht auch so wie so eine Art Puzzle aus. Oder so eine Art Falle. Erinnert mich so ein bisschen an Undertale. Jetzt kann, was ist eigentlich, wenn ich hier nochmal draufklicke? Das Gefühl, dass sich irgendwer beobachtet, ist verschwunden. Ich meine, der andere Forscher ist immer noch neben dem Laptop, ne? Der könnte das Ding jetzt auch einfach wieder anschalten, aber anscheinend hat er keinen Bock darauf, naja. Ich hätte die Dinger vielleicht anlassen sollen, weil dann hätten wir ein bisschen mehr Erfahrung bekommen, schätze ich mal. Ja, Das war irgendwie ein bisschen undurchdacht, würde ich mal sagen. Was passiert jetzt hier? Was zum... Werde ich ernsthaft geschockt? Ein Voltoball. An sich ein ziemlich starkes Pokémon. Aber, ernsthaft? Aber eigentlich möchte ich, dass mein fünftes Teammitglied ein Pokémon der zweiten Generation ist. Deswegen möchte ich Voltoball nicht in mein Team aufnehmen. Oh, oh. Mit Walter hat es hier natürlich ziemlich gute Karten. Ich hoffe mal, das wird ein One-Hit sein, aber wahrscheinlich nicht. Wir werden wohl mindestens zwei Treffer brauchen. Deswegen hoffe ich mal, dass es zumindest eine Verbrennung wird. Aber auch das nicht, okay. Verdammt. Unnötig viel Schaden genommen. Ah. Ja. So viel auf jeden Fall dazu. Gehen wir mal auf Mr. Columbo. Und hauen ihm mit einem Doppelkick so richtig eine rein. Wie kann eigentlich ein Nidorino einen Doppelkick machen? Ich meine, der ist auf allen vier Beinen unterwegs. Hä? Das ergibt irgendwie für mich relativ wenig Sinn, um ganz ehrlich zu sein. Ich meine, er wird auf jeden Fall kicken können, aber nicht mit genügend Kraft, oder? Naja, was haben wir jetzt hier? Ein Teleporter. Ach, wir sind wieder am Anfang. Moment, wenn ich jetzt nochmal zum Laptop gehe, ne? Könnte ich dann rein theoretisch die Überwachungsanlage wieder einstellen? Oder geht das nicht? Anscheinend ja. Interessant. Also wenn ich es jetzt so nötig hätte, hier Erfahrung zu bekommen, dann könnte ich tatsächlich wieder das Ding anmachen. Aber das Ding ist halt... Vulpix ist gerade gestorben, von daher macht das nicht unbedingt allzu viel Sinn. Naja. Gut, dann gehen wir mal hier durch diese... diese Treppe runter. Ich wollte sagen, durch diese Tür, aber ist ja Quatsch. Alles in Ordnung bei dir? Deine Pokémon sind ziemlich angeschlagen. Komm, ich gebe dir ein paar von meinen Tränken ab. Das ist ziemlich nett, vielen Dank. Los, RGE, lass uns für die Pokémon unser Bestes geben. Das sollten wir auf jeden Fall mal tun. Und jetzt kann ich auch direkt wieder Vulpix an erste Stelle packen. Ja, das hat sich ja gelohnt. Das hat sich ja gelohnt. So. Hier bräuchten wir eine Art Öffner, Türöffner. Radiotransmitter. Diese Tür öffnet sich nur, wenn die Stimme dessen erkannt wird, der das Passwort eingerichtet hat. Okay. Sonst noch irgendwas hier? Ein paar... Achso, hier haben wir einen Hyperheiler drin. Okay. Sonst noch irgendwas hier? Nee. Nee, okay. Wir brauchen ein Passwort. Kämpfen wir erstmal gegen diesen Typen hier, bevor wir nach unten gehen. Du bist wirklich ein Quälgeist. Naja, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob Team Rocket sich erlauben kann, so etwas zu sagen. Denn um ehrlich zu sein, Team Rocket sind wohl eher diejenigen, die so richtig nerven, ne? Naja. Hier, Flammenwurf, so richtig schön, das Blut zuckt dort. Ah, verbrennen! Blutzuck und Omot, ne? Standen auch immer so ein bisschen im Schatten von Smetbo, habe ich das Gefühl, in der ersten Generation. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein.
Aber ich kenne niemanden, der Omot so richtig ins Team aufgenommen hat. Wäre vielleicht mal eine Idee, wenn ich mal irgendwann mal die erste Generation Let's Play. Naja, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Na. Okay, auch der wäre besiegt, aber ein Passwort haben wir trotzdem nicht bekommen. Und ein weiterer Rüpel hier. Warum hatte der eigentlich gerade pinkes Haar und der hier nicht? Gibt es mehrere Sprites für Team Rocket? Ernsthaft? Du kriegst die Tür nicht auf? Kunststück. Die ist ja auch passwortgeschützt. Nur Team Rocket hat darauf Zugriff. Aber da wurde doch gesagt, nur derjenige, der das Passwort eingerichtet hat, ne? Das würde ja eigentlich heißen, nur eine Person, oder? Interpretiere ich das falsch? Also muss ich wahrscheinlich irgendeinen Team Rocket Boss besiegen, um dort durch die Tür kommen zu können. Naja, wir werden sehen. Ich wage es zu bezweifeln, dass wir hier den wahren Team Rocket Boss finden werden. Aber wir werden sehen. Nadi auf Level 29, gar nicht mal so schlecht. Aber nach wie vor keine neue Attacke. Wie? Schon verloren? Mich stört es tatsächlich schon so ein bisschen, dass die Level der Gegner hier so niedrig ist. Naja. Oh, wen haben wir denn da? RGE. Um den Schließmechanismus an der Tür zum Transmitterraum zu entriegeln, braucht es das Stimmprofil einer ganz bestimmten Person. Und zwar die von Team Rocket Vorstandsmitglied Lambda. Ich konnte herausfinden, dass er sich im Bosszimmer versteckt hält. Allerdings lässt sich das Bosszimmer ebenfalls nur mit einem Passwort betreten. Dann mal los, RGE. Zuallererst müssen wir uns das Passwort zum Bosszimmer beschaffen. Ist aber auch wahnsinnig umständlich hier, oder? Hier haben wir auf jeden Fall irgendwas. Ein weiterer Hyperheiler, okay. Was haben wir da drin? Einen weiteren Forscher anscheinend. Hier kommen wir wieder hoch. Noch ein Item hier, okay. TM49 Übernahme. Ziemlich passend, wenn man an die momentanige Situation hier denkt. Gehen wir mal erstmal hier gegen den hier. Ach, dieser Typ mit dem Umhang war einfach viel zu stark. So stark, dass ich alle Geheimnisse der Basis ausgeplaudert habe. Nur, dass zwei Passwörter nötig sind, um das Bosszimmer zu betreten. Das habe ich ihm nicht verraten. Gut, so etwas würde er natürlich nie jemandem verraten. Früher habe ich für Sylph gearbeitet, aber nun leite ich Team Rockets Forschungen. Ein Kind wie du, das sich überall einmischt, hat einen Klaps verdient. Hat das jetzt irgendwie leicht perversen Unterton dort drin gehabt oder kam mir das nur so vor? Forscher Martin mit einem Smogon. Auch dagegen haben wir eigentlich gute Karten. Ich meine, es wird uns wohl nicht allzu viel Schaden zufügen. Das Beste, was es wohl machen kann, ist uns irgendwie zu vergiften. Aber okay, so weit kommt es nicht mal. Und ein weiteres Smogon, okay, ja. Also wie gesagt, die Trainer hier drin sind alle eher enttäuschend vom Level her, ne? Ich meine, wir haben schon 6 Orden. Hier in der Stadt haben wir schon den 7. Orden, also es wäre schon ganz schön, wenn das so langsam mal von der Schwierigkeit zumindest ein klitzekleines bisschen anzieht, aber naja, wir werden sehen. Nein, nur ein kleiner taktischer Fehler. Und hier hätten wir noch jemanden. Ob ich das Passwort weiß? Vielleicht. Aber einem Schwächling werde ich es niemals verraten. Ja, ja, ist ja gut. Rocket Rüpel, weiblich dieses Mal, okay. Mit einem Rettern auf Level 8. Ich meine, das ist es halt, was ich meine, ne? Gerade mal Level 18. Warum denn nicht mindestens 25 zu diesem Zeitpunkt? Ich meine, ich habe 4 Teammitglieder, die alle etwa Level 30 sind. Was soll ich denn jetzt hier noch groß gegen Level 18? Ich meine, ich kann es natürlich verstehen, dass man dann vielleicht ein bisschen zu viel Erfahrung bekommen würde, aber dennoch. So ist es halt echt nicht unbedingt herausfordernd, ne? Und ein Flammenwurf gegen das Duflor. Und damit wäre es auch schon besiegt. So, reicht leider nicht für ein Level-Up, weil wir halt auch nicht so wirklich viel Erfahrung dafür bekommen. So. Das Passwort lautet Fleckmon-Route.
Okay. Fleckmann-Route. Welches Passwort ist denn das jetzt? Das erste oder das zweite? Der will wahrscheinlich auch noch kämpfen, naja. Mir doch egal, wenn Pokémon bei unserem Experiment Schmerzen zugefügt werden. Ich weiß ja nicht, ob das so unbedingt die allerbeste Einstellung ist, aber naja. Oh, ein Ditto. Auch ein ziemlich interessantes Pokémon, aber eigentlich auch nicht so stark. Ne? Es ist halt immer nur eine Kopie des Gegners. Es kann eigentlich nie besser sein als das echte Pokémon, oder? Irre ich mich da gerade? Soweit ich weiß, hat es auch eine neue Fähigkeit bekommen. Moment, hat nicht... Moment, welche Fähigkeit hat nochmal? Moment, welche Fähigkeit hast du nochmal? Genau, Feuerfänger. Deswegen kann ich das hier gar nicht einsetzen. Ich muss wechseln. Ich kann sonst keinen Schaden machen. Was wollte ich gerade sagen? Genau, Ditto hat, soweit ich weiß, eine versteckte Fähigkeit bekommen, die es zumindest etwas stärker macht. Aber ich wüsste jetzt gar nicht mehr so genau, welche das war. Das Problem mit Ditto ist halt, dass es immer erst einen Zug verschwenden muss, um sich in das gegnerische Pokémon zu verwandeln, ne? Und in der Zeit kann es vielleicht schon besiegt worden sein. Meine Stärke ist das Denken, nicht das Kämpfen. Naja, ist das nicht so ziemlich dasselbe? Ich meine, es ist ein strategischer Kampf. Aber naja. Einer dieser beiden Pokébälle dort links sieht verdächtig aus, aber naja. Du forderst mich zu einem Kampf heraus. Du bist dumm, aber du hast Mumm. Die Mischung gefällt mir. Falls du mich besiegst, verrate ich dir ein Passwort für das Büro vom Boss. Also ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob es so schlau ist, ne? Hier einfach irgendeinem random Mädchen, das hier so vorbeiläuft, einfach das Passwort zu verraten. Aber naja, ich habe ja schon mal erwähnt, dass Team Rocket nicht unbedingt die allerschlauesten sind. Deswegen sollte man, glaube ich, nicht zu viel erwarten von denen. Die haben halt echt nichts auf dem Kasten, würde ich mal sagen. Was sich halt hier auch nochmal so richtig bestätigt durch die Level der ganzen Trainer. Oh, Hyperzahn ist ziemlich stark. Macht, soweit ich weiß, immer die Hälfte des Schadens. Also haben wir noch zwei... Nee, Moment. Nee. Stimmt dann ja gar nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt noch 26 KP übrig, aber vielleicht war das ein anderer Zahn. Vielleicht Ultrazahn, Hyperzahn, Megazahn. Was gibt denn noch alles so? Ich weiß auch gar nicht, ob das alles überhaupt Attacken sind. Hyperzahn, Ultrazahn? Gibt's noch mehr? Superzahn? Das Passwort lautet Radikalroute. Oder irgendwie sowas. Okay. X-Spezial. Okay. Und was haben wir hier? Ein Protein. Okay. Reicht das jetzt aus, um in das Büro zu kommen? Oder wie ist? Was haben wir denn sonst noch hier? Hier kann ich wieder nach oben gehen. Was haben wir denn da? Da werden wohl die Pokémon benutzt, um Energie zu generieren. Hm. Oh, X-Spezialverteidigung, okay. Kann ich denen irgendwie helfen, oder wie ist... Okay, ein weiterer Kampf hier gegen irgendeinen verdammten Team Rocket-Rüpel. Ein Kind? Ich mache das zwar nur widerwillig, aber ich muss dich ausschalten. Also, dass man gegen Kinder kämpft, ne? Also, auch das ist so ein bisschen... Naja... Das sollte man vielleicht zumindest etwas hinterfragen. Aber naja, es ist ja nur ein Spiel. Auch das dürfte wieder ein One-Hit sein, oder? Genau, genau. Vielleicht sollte ich so langsam auch mal wieder mein Nidorino an erste Stelle packen, denn... Nadi geht es eigentlich hier ganz gut, würde ich mal sagen, oder? Ich meine, mit Flammenwurf one-hitten wir so ziemlich alles, ne? Also da brauche ich mir echt keine Sorgen machen. Auch das Radfrasiere besiegt. Hast du noch irgendwas Nennenswertes im Team, oder wie ist? Nee, anscheinend nicht. Das sind ja alles völlige Nieten anscheinend. Also, gibt es bei Team Rocket nicht irgendwelche Voraussetzungen, dass man angenommen wird? Oder wird einfach jeder angenommen? Anscheinend ja. Hm. Der Rüpel wäre besiegt. Ich wusste, ich würde verlieren. Und auch diese Einstellung, ne? Die versuchen es anscheinend nicht mal. Okay, wo sind wir jetzt? Oh, da haben... Oh, wen haben wir denn da? Hm. Kann ich hier rein?
Och nein, Juan. Was hast du denn hier schon wieder verloren? Du musst ja wirklich mächtig auf diese Team Rocket-Nulpen abfahren. Aber egal, vielmehr interessiert mich dieser Drachenprofi. Meine Pokémon waren keine Gegner für ihn. Die Niederlage an sich ist mir Schnuppe. Wenn ich erstmal ein paar stärkere Pokémon habe, verliere ich bestimmt nicht gegen ihn. Was mich wurmt ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Was für ein lauwarmes Gewäsch. Ich könnte mich in den Hintern beißen, dass ich gegen eine solche Memme verloren habe. Und für so einen Kampf... für einen Kampf gegen dich habe ich sowieso keine Zeit. Warum bist du dann überhaupt hierher gekommen? Naja, gut, was haben wir hier? Einen Hyperball anscheinend. Und da wir hier hinter dieser Tür eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit haben, würde ich sagen, dass wir uns das dann im nächsten Part von Pokémon Soul Silver mal etwas genauer anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Daumen hoch wäre wie immer sehr nett und bis zum nächsten Mal.